Herzlich willkommen, liebe Leute, hier beim dritten Teil Jonglieren lernen. Ja, heute das Tutorial, wie funktioniert das Ganze mit drei Bällen. Bereit? Jawohl. Gut. Heute wollen wir mit drei Bällen starten. Dafür legen wir aber einen Ball nochmal weg und fangen erstmal mit dem Kaskadenwurf an. Das ist der Wurf, den man beim Jonglieren braucht, dass man über Kreuz wirft. Bei ganz vielen ist es so, dass sie die Bälle im Kreis werfen. Und für Jonglieren ist ganz wichtig, dass wir ein Kreuzmuster haben. Wunderbar. Ihr könnt euch das Zählen zur Hilfe nehmen. 1, 2, 3, 4. Es gibt vier Dinge, die passieren. Bei der Zahl 1 werfen wir, bei der Zahl 2 werfen wir, bei 3 und 4 fangen wir auf. Sprechen unterstützt wieder das Werfen mit den Händen. Wir sagen also 1, 2, 3, 4. Wir können das auch parallel. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Das ein paar Mal üben, dann unterschiedlich mit den Händen anfangen. Das heißt, zuerst haben wir rechts, links, 3, 4. Dann haben wir links, rechts, 3, 4. Rechts, links, 3, 4. Links, rechts, 3, 4. Rechts, links, 3, 4. Links, rechts, 3, 4. Und so weiter. Wenn das mal flüssig läuft, ganz wichtig, dass die Bälle immer ungefähr bis zur Stirn fliegen. Nicht arg viel höher, nicht arg viel tiefer. Ebenso wichtig, dass beide Bälle auf dieselbe Höhe fliegen. Also nicht den Ball aus der rechten Hand da hoch und den linken dahin. Das kann man auch wieder überprüfen durch das Zählen. 1, 2, 3, dann landen nämlich beide Bälle gleichzeitig in der Hand, also falsch. Okay. Jetzt kommt der dritte Ball dazu. Wir bleiben wieder so wie vorhin in diesem Kreuzmuster. Wenn man den dritten Ball in der Hand hält, Elena, halt mal den gelben Ball bitte in der Hand und mach mal rot-grün. Was soll ich machen? Mach mal rot-grün. Rot-grün, genau. Okay. Jetzt ist es anders. Also, wir bleiben wieder genau gleich wie vorher beim Kreuzmuster. Elena, mach mal bitte grün-rot. Grün, rot. Der gelbe Ball bleibt in der Hand. Also das heißt, wir können den gelben Ball auch noch werfen. Wir zählen wieder dazu. Diesmal zählen wir aber das Fangen nicht, sondern nur noch das Werfen. Beim Jonglieren geht es nämlich um den perfekten Wurf. Wir sagen 1, 2, 3 und bei jeder Zahl werfen wir einen Ball hoch, lassen die Bälle aber fallen. Also rot, grün, gelb bei dir. Okay? Nicht auffangen die Bälle, nur werfen. Konzentrier dich darauf, dass die Bälle alle auf dieselbe Höhe fliegen. Und dass du 1, 2, 3 wirfst. Mach. 1, 2, 3. Das war schon mal ziemlich gut. Das ist komisch, wenn man die Bälle nicht fangen darf, ne? Ja. Genau. Wenn ihr das gemacht habt, sollten der rote und der grüne Ball auf der linken Seite liegen und der gelbe Ball auf der rechten Seite. Also wir machen nochmal. Rot, gelb, grün. Der gelbe auf der rechten, ja. Genau. Rot, gelb, grün. Super. Jetzt die Bälle so aufheben, wie sie liegen. Also den gelben Ball mit der rechten Hand. Genau. Und mach wieder rot, gelb, grün. Jetzt musst du mit der linken Hand starten. Gut. Wenn das funktioniert, fangt an, den letzten Ball aufzufangen. In deinem Fall der rote. Wir fangen nämlich immer in der Hand an, wo zwei Bälle sind. Ganz wichtig, zwei Bälle in der rechten Hand ist der erste Wurf. Der grüne, zwei Bälle in der linken Hand, dann wäre dort der erste Wurf. Okay, du fängst den letzten Ball. Welcher ist dein letzter Ball? Der rote. Der rote, genau. Also wirfst du grün, gelb hoch und nur rot fängst du. Sehr gut. Dann wieder aufheben. Jonglieren lernen heißt aufheben lernen. Jetzt die letzten beiden Bälle fangen, also grün, gelb, rot und gelb und rot fängst du auf. Perfekt. Jetzt nochmal den letzten Ball aufheben und alle drei Bälle einmal fangen. Fangen. Entschuldigung. Genau. Also das Muster sieht dann so aus. 1, 2, 3. Alle einmal aufgefangen. Ende. Danke. Und dann geht's weiter mit vier Abwürfen. Also 1, 2, 3, 4. Alle Bälle auffangen. Genau, dann kommt 1, 2, 3, 4, 5.
Und dann kommt weiter jonglieren. Bis zum Ende. Okay. Wenn ihr merkt, dass ihr beim Jonglieren die Bälle sehr weit nach vorne werft, lauft den Bällen hinterher, hört nicht auf zu jonglieren, sondern lauft einfach immer weiter. Aber wichtiger, jonglieren, nicht aufhören. Und sich eher darauf konzentrieren, die Bälle nach oben zu werfen, Schultern nach hinten ziehen und ein bisschen nach oben werfen. Die Übungen, nach denen wir mit euch jonglieren lernen, sind Übungen aus dem Jonglier-Lernprogramm Rehoroli. Wer mehr dazu erfahren will, kann auch auf der Seite www.rehoroli.de schauen. Viel Spaß beim Üben und schaut euch auch meine anderen Videos an. Abonniert den Kanal.